So, also wir sind hier bei unserem Radiosegment, wo Studierende ihre Projekte vorstellen können. Und ich sitze hier jetzt mit Erik Manns-Hansen und aus dem Industriedesign, der momentan seine Bachelor-Thesis macht. Und er hat sich die Zeit genommen, heute ein bisschen über sein Projekt mit uns zu reden. Ja, moin. Moin. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen darüber, wie du deine Thematik gefunden hast? Und das dreht sich ja alles um Essen und irgendwie ein bisschen den Werdegang und warum dich das Thema interessiert. Ja, gerne. Also mein Projekt heißt Guerilla Kitchen und es handelt sich um ein Streetfood-Projekt. Soll ich anfangen? Also Streetfood interessiert mich generell. Auch in einem urbanen Kontext, weil es ja relativ offensichtlich ist, dass Streetfood halt die Straße immer sehr belebt. Und gerade wenn man sich das in Deutschland anguckt, fällt einem auf, dass es so ein bisschen fehlt. Und da wollte ich halt herausfinden, warum das so ist, erstens. Und zweitens eine eventuelle Lösung finden, dagegen anzugehen. Ja, ich kann aber ein bisschen anfangen so zu erzählen, ein bisschen die Geschichte von Streetfood als Ja, gerne. Kontext. Das habe ich alles in der Theorie behandelt, ich muss es ein bisschen lügen Ja. aus dem Kopf. Ja, Aber auf jeden Fall. angefangen, also das erste Mal, wo Streetfood sozusagen stattgefunden hat, war im antiken Griechenland. Da wurden so gebratene Fische auf der Straße verkauft. Und Streetfood ist halt sozusagen ein Nebenprodukt der Urbanisierung. Also sobald es Straßen gab, gab es auch Streetfood. Es war halt immer eine günstige Methode für die arbeitende Bevölkerung oder die Unterschichten, sich zu ernähren. Gerade auch, weil viele Haushalte noch keine Küche hatten und so. Und so war es eine Möglichkeit, günstig an Essen ranzukommen und sich trotzdem nicht nur einseitig zu ernähren. Ja, und Streetfood gibt es halt bis heute. Also es hat sich offensichtlich durchgesetzt. Hat auch schon fast so ein Revival irgendwie erlebt, oder? Auf jeden Also Fall, irgendwie ja. ein bisschen Ansehen gewonnen. Genau, auch gerade in Deutschland, wenn man sich das anguckt, es gibt Statistiken, wie viele Food Trucks auf den Straßen sind. Und vor ein paar Jahren waren das noch so 1000 oder so. Und inzwischen hat sich das echt vervielfacht. Also es gibt in Deutschland auch eine Foodtruck-Renaissance. Und die ist inspiriert von dem US-amerikanischen Foodtruck-Wahn. Also Foodtrucks kommen ja im Grunde aus den USA. Natürlich kommt Streetfood nicht aus den USA, aber die USA ist da weit vorne. Da hat es angefangen in New York. New York war ja der Dreh- und Angelpunkt für Immigration damals. Und da war es so, dass die einreisenden Kulturen und Menschen auch natürlich ihr Essen mitgebracht haben und andererseits auch nicht so viele Chancen auf dem traditionellen Arbeitsmarkt hatten. Und so war das der Verkauf von Essen auf der Straße halt eine sinnvolle Alternative. Und das ist auch bis heute so. Also bis heute sind in New York, ich glaube, schätzungsweise 95% der Streetfood-Händler oder Straßenhändler insgesamt ausländischer Herkunft. Ach krass. Ja. Du, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger und ich weiß auch, dass du in New York ein Praktikum gemacht hast. Würdest du auch sagen, dass dich das irgendwie so ein bisschen dir die Augen geöffnet hat? Oder hast du dich da auch viel von Streetfood ernährt? Oder also so, wie bindet sich das da so in die Kulturen, in den Alltag irgendwie so ein? Ja, es ist auf jeden Fall sehr präsent. Also ich bin fast jeden Tag in der Mittagspause zu einem Foodtruck gegangen oder auch mal abends irgendwo. Also es gibt die halt fast an jeder Ecke. Nicht nur diese klassischen ramschigen Hotdog-Stände, die man so Ja. kennt, wo man auch nicht immer hingehen sollte, aber es gibt halt auch sehr individuelle, originelle Stände. Also mein Lieblingsstand war ein Falafel-Truck, wo ich echt die besten Falafel meines Lebens hatte. Ja, und da ist mir halt aufgefallen, wie gut sich das in das Stadtbild integrieren kann und wie im Grunde alle Parteien davon profitieren. Also Ja. es ist einerseits halt eine
eine Einkommensquelle für die Betreiber. Andererseits haben die Menschen der Stadt auch was davon, weil es halt einerseits relativ günstig ist und andererseits auch sehr vielfältig. Ja. Und wie bist du jetzt an deinen, also wenn wir jetzt nochmal auf die Gestaltung deines Projektes, das ist ja jetzt noch nicht abgeschlossen, aber du stehst ja kurz vorm Abschluss. Wie bist du an die Thematik gekommen? Weil wenn ich jetzt hier mir das Projekt mal so angucke, dann ist das ja schon irgendwie was ganz anderes als so das klassische Bild vom Foodtruck. Also so, wie bist du da rangegangen und wie ist es dazu gekommen, dass es jetzt eher so was Mobileres geworden ist oder Kleineres? Genau, die Grundidee der Guerilla Kitchen ist, dass sie klein und kompakt ist und mobil, sodass sie im Grunde eine günstige Alternative zu einem klassischen Foodtruck ist, weil dieser Foodtruck halt im Regelfall die größte Investition in das Business ist. Mhm. Also da kann man gut und gerne mal so 20.000 Euro reinstecken, was dann immer mit Krediten verbunden ist, die zu den für diese Bewerber nicht zwingend zugänglich sind, weil es auch oft Quereinsteiger sind. Genau. Und diese Mobilität. Die schafft dann praktisch, also so, die soll eigentlich praktisch so eine Hemmschwelle nehmen von so einem, von, dass man sich jetzt nicht so einen T4-Bus kaufen muss und den aufwendig irgendwie ausbauen muss, sondern irgendwie, hey, ich koche gerne, wie kann ich da irgendwie Teil dran haben, so wie, ähnlich wie so ein Coffee-Bike, du musst jetzt nicht mehr einen Kaffee aufmachen, sondern du schwingst sie auf dein Rad und hast da deine Siebträgermaschine irgendwie drauf. Richtig, genau. Das soll auch eins der Kernkonzepte sein, dass es halt nicht wie ein klassischer Foodtruck mit viel Modifikation verbunden ist und das, was auch wieder Geld kostet, sondern eher so ein Plug-and-Play-System. Man sucht sich die Module zusammen, die man für sein Essen braucht, steckt die zusammen und dann hat man schon seinen Foodtruck. Ah, okay. Also geht es dann praktisch immer individuell auf das Essen ein. Also das sind ja irgendwie oft so Essen, die aus so vorbereiteten Komponenten bestehen. Also wo dann, also so ein Burger, da wird ja natürlich das Fleisch gebraten, aber der Rest ist ja irgendwie vorbereitet. Und durch die dann die modularen Elemente sind dann eigentlich praktisch immer gehen auf das jeweilige Essen ein, was dann da verkauft wird. Richtig. Okay. Genau. Ja, es ist normalerweise so, dass einige Zutaten schon vorher vorbereitet werden in der, sagen wir, Basisküche, wo auch immer die ist. Das kann dann in diesem Fall auch die eigene Küche sein, weil die das Volumen nicht so hoch ist. Ja. Im Normalfall wird bei einem Foodtruck-Business wahrscheinlich eine Küche angemietet. Ja, ja. Aber wie viel Essen kann man dann aus so einem, mit so einem kleineren Stand dann irgendwie produzieren? Also da muss man ganz klar sagen, das hat dann seine Grenzen. Ja. Aber gerade so für kurze Einsätze ist es eigentlich ideal. Ja. Das heißt, eine Mittagspause oder irgendwo zum Abendessen, wo man dann halt dank dieser Mobilität auch schnell wieder zurück zur Basis gehen kann und Nachschub holen. Da ändern sich wahrscheinlich auch die Standpunkte irgendwie über den Tag. Also dass man dann irgendwie mittags bei so einem Tagungszentrum irgendwo in der Nähe ist oder bei einer Uni und dann abends, es verschiebt sich ja auch irgendwie das, da wo sich das Leben abspielt, immer an die anderen Orte, ne? Ganz genau, ja. Ich war ja auch bei deinem Test dabei, die ganzen Produktentwicklungen basieren ja immer auch voll viel auf so Ausprobieren und Testen und so weiter. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen, wie du da herangegangen bist, irgendwie zu gucken, wie genau das jetzt abläuft? Ja, sehr gerne. also Teil der Recherche war natürlich ein Selbstexperiment, um herauszufinden, was es eigentlich bedeutet, Essen mobil zu verkaufen. Ja. Wir haben ja auch immer meistens keine Ahnung so wirklich von den Thematiken und müssen uns die dann irgendwie aneignen und schnell wie möglich irgendwie verstehen, was die Essenz von so einem Thema ist. Ne? Genau, die Natur des Designs, Aneignung von Prozessen. Ja. Ja, und so war es in diesem Fall so, dass ich mir einen kleinen Prototypen gebaut habe, der bestand aus einer Sackkarre, wo dann ein paar Kunststoffkisten drauf gestapelt waren und festgebunden. Und in diesen Kunststoffkisten war dann das Essen drin, das auch schon teilweise vorbereitet war. Ich habe Bratkartoffeln gemacht mit Sausage Gravy. Sehr lecker übrigens. Rezept von meiner Mutti. Ja, die gute. und das dann mit einem Gaskocher zubereitet alles
relativ autark gehalten, sodass man nicht auf eine externe Stromquelle oder Wasserquelle angewiesen ist. Es muss ja auch immer voll schnell gehen. Also wenn ich mir so vorstelle, ich gehe in ein Restaurant, dann erwarte ich ja irgendwie, dass ich irgendwie gewisse Zeit warte. Ich zahle ja auch vielleicht mehr. Aber so bei so einem Foodtruck, da muss es ja auch irgendwie so Schlag auf Schlag gehen. Irgendwie so. Ich will da ja nicht eine halbe Stunde irgendwie im Regen stehen oder irgendwie. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Streetfood ist nämlich zu einem gewissen Anteil auch Fastfood. Es ist nicht das Gleiche, aber es gibt ein paar Überschneidungen. In dem Sinne, dass es halt auf den sehr schnelllebigen Lebensstil reagiert, den halt viele Leute gerade haben. Nur ist es im Gegensatz zu Fastfood keine im Grunde Massenindustrie, sondern höchst individuell und auch irgendwo mit kultureller Verankerung gebunden. Das heißt, die Einflüsse sind vielfältig. Genau, deshalb habe ich auch versucht, halbwegs authentisch irgendwas hier in diesen Prototypen mitzunehmen, sowas von meiner Mutti irgendwie. Ja, und dann genau bei diesem Test war halt das Ziel, wie gesagt, herauszufinden, wie verhält sich dieses Ding, wie sind die Abläufe dann auch, genau, oder? Wie sind die Abläufe? Ich hatte halt das jetzt nur einmal geübt, sozusagen. Ja. Aber ich konnte da schon ein paar Schlüsse rausziehen. Namentlich, das Wichtigste war, dass die Arbeitsfläche, die ich dann hatte, auf jeden Fall, gerade weil sie so klein ist, mit viel Organisation verbunden sein muss, sodass man auch während des Prozesses, den man dann hat, seine Arbeitsfläche anpassen kann und auf die individuellen Arbeitsschritte und Bedürfnisse eingehen. Ah, okay. Also praktisch würde dann das immer von den jeweiligen Besitzern oder Leute, die sich das vielleicht auch mieten, angepasst werden an auch die Gerichte, die sie kochen praktisch. Genau. Ah, okay. Man könnte sogar sagen, dass eine Gruppe von Menschen diese Guerilla Kitchen zusammen mietet oder kauft und dann zwischen den verschiedenen Leuten aufteilt und zwischen den Einsätzen immer so anpasst, dass verschiedene Gerichte gekocht werden können. Meinst du denn, dass dieser Markt oder dieses Segment vom Streetfood, dass das jetzt noch weiter wächst oder hat das irgendwie schon seinen Zenit erreicht oder... wie meinst du, wird sich das noch in den nächsten Jahren entwickeln? Ich glaube, das hat auf jeden Fall eine Zukunft. Und wie ich schon erwähnt habe, weil dieser schnelle Lebensstil begünstigt halt so eine Art der Ernährung. Gerade weil auch das Bewusstsein über Ernährung auch stärker wird und man jetzt nicht zwingend jeden Tag Fastfood sich reinziehen will. Da ist halt Streetfood eigentlich eine perfekte Lösung, weil es ist... vielfältig und meistens auch gesünder. Ja. Andererseits werden die Städte halt immer größer und viele Leute ziehen in die Stadt. Also der Trend ist ja eindeutig weltweit. Und die Bevölkerung mit Ernährung zu versorgen, ist halt auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja. Das ist halt eine Möglichkeit, wie sich Kommunen auch selber versorgen können. Jetzt vielleicht noch einmal als letzte Frage. Nach deinem Abschluss, willst du das Projekt irgendwie weiterführen oder hast du damit Pläne oder wie wird sich das irgendwie weiterentwickeln für dich oder ist das für dich jetzt einfach nur deine Thesis und dann ist auch gut? Also ich werde mich in den nächsten Tagen bewerben bei einem Open Call der Vienna Design Week. Da ist zufälligerweise gerade das Thema Urbanität und Essen. Ah, okay. Also es passt perfekt. Ja. Ja, mal gucken, wie es dann da läuft. Ja. Ansonsten sehe ich tatsächlich etwas Potenzial in diesem Projekt. Ja. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, würde ich das auch nach dem Bachelor weiterverfolgen wollen. Ja, cool. Also schon mal vielen, vielen Dank, dass du hier warst und irgendwie dein Projekt vorgestellt hast. Ja, danke dir. Falls ihr Erik und seine Projekte irgendwie bei Instagram finden wollt oder ihn nochmal Fragen stellen möchtet oder einfach nur so mit ihm in Kontakt treten möchtet, könnt ihr ihn bei Instagram finden unter dem Namen EMHID. EMHID, da kann man alle von Eriks auch vorherigen Projekten sehen und ihm auch gerne einfach mal schreiben, wenn man irgendwelche Fragen noch hat. Ja, ich freue mich. Ja, super.